Yeah. Mobbing in the mall, like mobbing in the store, like walk up in a party uninvited, they be so tight. Live from the basement, I'm pacing and make them all like living in a strobe, like kind of feel like over. Was geht, Freunde? Es freut mich, dass ihr mal wieder mit dabei seid beim heutigen Video, beim ersten Teil der How to Carpon-Reihe. Das heißt, es werden mehrere Teile sein. Im heutigen Video geht es wirklich nur um die Praxis, also wie man das Ganze sozusagen aufnimmt. Und in den nächsten Videos geht es dann sozusagen um den ganzen, um den Cut, wie man das Ganze schneidet und dann auch noch die ganzen Effekte und hier und da, tralala, die ganzen, das ganze Schnickschnack drumherum sozusagen, wie man die ganze Magie am Computer entstehen lässt. Genau, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim heutigen Video. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Und wie immer, Instagram hier unten verlinkt. Ihr könnt auch in den Kommentaren mich gerne wissen lassen, falls ihr noch Fragen offen habt. Falls ihr irgendwas seht, was ihr nicht ganz begriffen habt oder so, lasst es mich gerne wissen. Ich versuche es dann nochmal im nächsten Teil vielleicht besser zu erklären oder detaillierter zu erklären, falls da noch Fragen offen sind bei euch. Genau, und dann geht es eigentlich auch schon los mit dem ersten Teil. Damit ihr versteht, was ich hier gerade mache, im ersten Shot sozusagen reveal ich das Auto. Das heißt, ich mache erstmal einen Overall-Shot von dem Auto, dass man das ganze Auto sich sozusagen einmal präsentiert. Kann man am Anfang machen, kann man am Ende des Videos machen. Werden wir dann auch in der Post-Production wieder durchgehen. Genau, damit ihr versteht einfach, was wir jetzt gerade machen. Da sind wir jetzt auch relativ weitwinklig auf 24 mm, sodass man das komplette Auto einmal sozusagen im Shot revealed hat. Als nächstes gehen wir jetzt zu den Detailshots. Das heißt, wir stellen die Linse ja, auf 35 mm, würde ich sagen, so ein bisschen, damit man ein bisschen mehr die Details sehen kann. Worauf ihr auch noch achten müsst bei dem Aufnehmen, wenn ihr gerade so wie ich Handheld aufnehmt, dann um möglichst stabil einfach in der Position zu sein und wenig Shaken zu haben. Also wir haben hier eine Kamera mit Stabilisierung, so deswegen macht uns das Leben schon ein bisschen einfacher. Falls ihr das nicht habt, solltet ihr noch mehr darauf achten, die Tipps euch zu beherzigen. Und zwar mache ich das immer so, dass ich die Ellbogen möglichst nah am Körper habe, die Kamera hier so stabil halte und dann wirklich nur aus der Hüfte sozusagen filme, sodass ich hier möglichst wenig Bewegung einfach herstellen kann. Ist jetzt nicht so kalt, deswegen können wir noch relativ stabil aufnehmen in unserer Hand. Und ich versuche auch immer während der Aufnahmen so ein bisschen Bewegung in die Kamerafahrt sozusagen zu bringen, dass ich immer so ein bisschen so, ein kleiner, so eine Art Slider-Bewegung mache mit der Kamera, immer von links nach rechts oder halt auch so eine kleine Drehung. Das sieht dann immer sehr nice aus, werdet ihr dann in der Post-Production nochmal ein bisschen ausführlicher sehen. Und was auch oft passieren kann bei so einer Aufnahme, ist, dass man sich im Auto spiegelt irgendwo. Bei so einem Drecksauto, wo es jetzt nicht gewaschen ist oder es ist noch relativ einfacher, wenn ihr so ein Auto habt, was gerade frisch aus der Autopolitur kommt oder so, dann müsstet ihr darauf achten, dass ihr euch nicht selber irgendwie abfilmt in der Spiegelung. Genau, ist mir schon sehr oft passiert, also wenn ich eine Aufnahme. Das sieht man dann erst hinterher, meistens auf dem kleinen Bildschirm sieht man es meistens nicht so, fällt nicht so auf. Und dann, wenn ihr am PC seid, denkt ihr so, oh shit, ey, den einen Shot hätte ich gerne ohne meine Spiegelung gehabt. So. Und diese Stellen, die Stellen wollen wir mal richtig schön zur Geltung bringen. Richtig schön zur Geltung bringen, jetzt nicht so wie die anderen immer hier ihre geilen Karten präsentieren. Wir präsentieren hier unseren geilen Müll. Scheiß. Gerade wenn, jetzt, wenn ihr so eine, also so eine runden Sachen habt, wie jetzt zum Beispiel Reifen oder so, ist es einfach, also es bietet sich an, diese Rotationsbewegung hier mit der Kamera zu machen. Es nimmt, ist immer im, in der Post-Production sieht es dann ziemlich nice aus, passt einfach bei so welchen Sachen. Ich würde es jetzt nicht hier irgendwie, wenn man irgendwie das Heck abfilmt oder so, so eine Rotation reinbringen, so, aber bei so runden Sachen sieht es dann immer ziemlich nice aus. Barrel Roll. Genau, richtig. Und versucht wirklich die Kamerafahrt möglichst lange auch auszufahren sozusagen, nicht in der Hälfte des Shots abbrechen, sondern geht wirklich komplett den ganzen Weg nach hinten mit. Könnt ihr so in der Post-Production eine ziemlich coole Transition herstellen und genau, das werde ich euch dann auch alles nochmal in der Post-Production zeigen, so
ist mir schon oft passiert, dass ich schon einen Shot zur Hälfte gemacht habe, den aber nicht komplett durchgezogen habe. Und dadurch können dann halt irgendwelche Effekte, die du eigentlich in der Post-Production hättest machen können, die gehen dann halt nicht mehr so. Deswegen nimmt einfach den kompletten Shot mit. Also wenn ihr euch fragt, warum das so komisch aussieht, warum ich mich so komisch nach hinten fallen lasse mit der Bewegung, ist einfach der Grund, damit das Ganze möglichst smooth aussieht und ich die komplette Bewegung so ziemlich smooth einfach mitnehmen kann. Wenn ich jetzt den Schritt nach hinten machen würde, wäre das schon wieder ziemlich shaky in der Hand und dann hätte ich schon wieder so die ganzen Bewegungen, die ich dann im Bild gar nicht haben will. So. Genau, deswegen versuche ich mich möglichst weit es geht mit der Kamera nach hinten fallen zu lassen, damit es einfach schön smooth später passiert. Was auch noch cool ist, auf jeden Fall, was ihr an Details immer mitnehmen könnt, sind so eine hier kleinen Embleme, wie man hier zum Beispiel sieht von der Marke. Einfach so eine kleine Logos, die kann man immer ganz cool mitnehmen als Detailshot. Genau, bietet sich immer an. Was ihr auch machen könnt, auf jeden Fall, was ein cooler Tipp ist, ist auch gerade bei Nacht, wir sind jetzt am helllichen Tag, aber bei Nacht wäre das ziemlich geil, wenn ihr dann immer die Lichter anmacht, auch vom Auto, einfach die Zündung anmachen, dann habt ihr gleich die Lichter, dann könnt ihr von den Scheinwerfern noch coole Shots machen und so, das kommt immer ganz nice. Genau, machen wir jetzt auch noch einfach mal. Also wir machen nochmal einen Shot von draußen, von dem Auto, was mir jetzt einfach eingefallen ist, spontan, was man noch machen kann. Einmal Türen alle auf, einmal Türen alle zu und den gleichen Shot sozusagen einmal mitnehmen. Dann kann man so einen coolen Matchcut daraus machen. Dann werdet ihr auch nochmal in der Post-Production sehen, wo die Türen einfach sozusagen auf und zu gehen, einfach so als Effekt. So. Ihr werdet später verstehen, was ich meine auf jeden Fall. Alright. Bisschen kreativ. Komm. Bei dem Shot achten müsst, ist einfach, dass die Lichtverhältnisse zum einen einfach gleich bleiben, sodass nicht irgendwelche Wolken auf einmal bei dem einen Shot anders stehen vor der Sonne als bei der anderen, sodass ihr dann immer noch ein Bild habt, was sich matcht, dass die Einstellungen der Kamera einfach gleich bleiben und dass ihr auch die Position gleich haltet, damit ihr das dann sozusagen am Ende overlayen könnt, einfach einen coolen Matchcut draus machen könnt. Genau, und nicht, dass dann irgendwelche Bilder, also irgendwelche Dinge, wenn ihr den sozusagen den Matchcut setzt, dass die auf einmal sich ändern sozusagen im Bild, dass auf einmal die Lichtverhältnisse anders sind oder die, das Auto auf einmal anders steht. So. Das sollte sich einfach gut matchen, so. Genau, dass ihr einfach darauf achtet. So Freunde, das war's mit dem ersten Teil von How to Carpon. Genau, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und genau, falls euch irgendwelche Fragen noch im Raum stehen oder ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt's gerne hier unten in die Kommentare. Ich werde auch nochmal, wie immer, mein Instagram verlinken. Dort könnt ihr mir auch einfach per PN beispielsweise irgendwelche Fragen stellen, wenn ihr irgendwie Probleme habt bei irgendetwas, was Kameratechnikmäßiges angeht oder Aufnahmen, whatever, was wir auch einfach heute machen. So. Wenn ihr da Bock dazu habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich schreibe euch auf jeden Fall zurück. Also ich versuche allen zurückzuschreiben, aber in der Regel schaffe ich es. So. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Teil in der Post-Production. Und dann wird alles am Rechner zusammengeschnippelt. Nee, was ich euch noch erklären wollte, war, dass ihr versucht, wirklich möglichst viele Shots einfach vom Auto mitzunehmen. Von allen Details, von allen Ecken einmal. Dass ihr einfach nicht hinterher zu wenig Material habt. So. Es ist immer besser, ein bisschen mehr zu haben, als zu wenig.
So, und wir haben jetzt keinen Zeitdruck, so, wir haben, also wir filmen jetzt nicht Golden Hour, wo auf einmal die Sonne total schnell runter ist oder so, wir haben genug Zeit, um alles abzufilmen. Deswegen, genau, nehmt so viel mit, wie ihr einfach braucht und nehmt noch ein, zwei Ersatzshots mit, so, falls der eine euch dann in der Post-Production irgendwie doch nicht passt oder so, oder ihr euch doch irgendwo gespiegelt habt, so wie ich jetzt manchmal, so, dann habt ihr immer noch einen Ersatzshot, den ihr benutzen könnt. Genau, und darauf solltet ihr einfach achten, sodass ihr einfach genug Material mitnimmt, sodass ihr dann am Ende ein schönes Video bei rauskommt. Ja, Mann. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben, wa? Genau. Nice. Hier einmal mein sehr zuverlässiger Kameramann. Guten Tag. Danke dir für deine treuen Dienste. Danke dir für dieses sehr gute Tutorial. Kein Problem. Jetzt weiß ich endlich, wie Carporn funktioniert. Das ist alles kein Thema. Schreib mir gerne eine Mail, falls du Fragen hast. Check meine Tutorials ab. Ah, okay, alles klar.